von Graz, Österreich nach Alanya, Türkei. Entlang der Mittelmeerküstenstraße. Erster Tag. Graz, Avusturya'dan Alanya, Türkiye'ye. Akdeniz yolu boyunca, ilk gün. Из Граца, Австрия, в Аланию, Турция. По Средиземноморской дороге, первый день. Graz, Avusturya'dan Alanya, Türkiye'ye. Akdeniz yolu boyunca, ilk gün. From Graz, Austria to Alanya, Turkey. Along the Mediterranean Road. First day. In ein paar Minuten wird die Stadt Ljubljana, Laibach erreicht, in fast 4 Stunden Fahrzeit und 195 Kilometer. Gefällt dir mein Video? Klicke auf Like, abonniere meinen Kanal. Und die Glocke aktivieren, um das neueste Video nicht zu verpassen, ist gratis. Ljubljana, Deutsch Laibach, Italienisch Ljubljana, ist die Hauptstadt Sloweniens und mit 285.604 Einwohnern 2021 zugleich bevölkerungsreichste Gemeinde des Landes. Die Stadt ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Sloweniens. Ljubljana ist Sitz des gleichnamigen römisch-katholischen Erzbistums und seit 1919 Universitätsstadt. Die Stadt Ljubljana bildet gemeinsam mit einigen kleineren umliegenden Siedlungen die Stadtgemeinde Ljubljana, slowenisch Mestna Obina Ljubljana. Für die Herkunft des slowenischen Namens der Stadt gibt es mehrere Erklärungen. Nach der einen, wohl volksetymologischen Erklärung kommt er vom slowenischen Ljubljana, geliebte Stadt. Nach der anderen von dem lateinischen Flussnamen Alluviana. Der Stadtname wurde in dieser Form zum ersten Mal 1146 als Ljubljana erwähnt. Im deutschsprachigen Raum hat sich neben dem Namen Ljubljana auch der historische deutsche, ursprünglich wohl wie der gleichlautende Flussname aus dem Slawischen abgeleitete Name Laibach gehalten, der heute vor allem in Österreich gebräuchlich ist. In der deutschen 5 und der österreichischen 6 Diplomatie wird die Stadt amtlich Laibach bezeichnet. Der deutsche Name der Stadt wurde zum ersten Mal 1125 als Laibach erwähnt. Diese Form ist auch gleichzeitig die älteste bekannte Erwähnung der Stadt, von 3600 bis 3100 v. Christus finden sich die frühesten Siebehausungen, Pfahlbauten, im Laibacher Moor. Zwischen 1000 und 700 vor Christus existierten erste illyrische und venetische Siedlungen und um 400 vor Christus folgte die Periode der Kelten. Als erster mythischer Bewohner gilt Jason, römisches Reich. Im ersten Jahrhundert vor Christus wurde von den Römern eine militärische Festung an der Stelle des heutigen Ljubljana errichtet und im Jahr 14 die römische Siedlung Emona oder Emona, Colonia Emona Iulia Tribu Claudia, angelegt. Sie befand sich an der Stelle des heutigen Ljubljana, ging jedoch in der Völkerwanderung unter, Völkerwanderung und Fränkisches Reich. Und ist daher nur eine Vorgängersiedlung der heutigen Stadt, deren Straße Emonska Cesta den Namen bewahrt. Um 600 wanderten slawische Stämme in das Gebiet, gefolgt von einem Niedergang Emonas. Um 800 fiel das Gebiet von Laibach unter die Herrschaft der Franken, Heiliges Römisches Reich, die Stadt vor dem 13. Jahrhundert. In dieser Urkunde des Patriarchen von Aquileia von 1146 erscheint ein Vodolricus de Ljubljana, womit zum ersten Mal der Name der späteren Stadt genannt wird. Im Ostfränkischen und später Heiligen Römischen Reich gehörte das Gebiet um Ljubljana zur Mark Krain. Der Zeitraum zwischen 1112 und 1125 ist die Entstehungszeit der ersten schriftlichen Aufzeichnungen von Laibach. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1144. Die von den Spanheimern gegründete Siedlung wurde um 1220 erstmals Stadt genannt, 1243 sind ihr Marktrecht und ihre Stadtmauer aktenkundig, 1280 wurden die Einwohner, Civis, Bürger, genannt, 1270 wurde Laibach von dem böhmischen König Pirmösl Ottokar II. Erobert.
der sich zuvor nach dem Aussterben der Babenberger im Mannesstamm 1246, deren österreichisches Herrschaftsgebiet untertan gemacht hatte, habsburgische Herrschaft, Reformation und Gegenreformation, slowenische Philharmonie. Gegründet 1701, 1278 ging Laibach nach der Niederlage des Königs Ottokar II. Gegen Rudolf von Habsburg in den Besitz der Habsburger über. 1335 wurde Laibach unter den Habsburgern Hauptstadt des zum Heiligen Römischen Reich zählenden Herzogtums Krain. Im Jahr 1415 widerstand Laibach einer türkischen Invasion. Im Jahr 1461 wurde die Diözese Laibach gegründet, siehe auch, Liste der Bischöfe von Ljubljana, und die Kirche St. Nikolaus wurde zur Kathedrale. 1504 fand die Wahl des ersten Bürgermeisters statt. 1511 erlebte Laibach sein erstes großes Erdbeben. Kaisertum Österreich, Briefmarke der österreichischen Wappenausgabe 1850 mit Ortsstempel von Laibach. 1804 wurde Laibach Teil des neu proklamierten Kaisertums Österreich. Nach dem Frieden von Schönbrunn musste die Stadt mit dem Umland an das napoleonische Frankreich abgetreten werden, und die Stadt wurde unter dem Namen Lebach 1809 bis 1813 Hauptstadt der illyrischen Provinzen Frankreichs. 181415 kehrte sie mit dem Wiener Kongress wieder zu Österreich zurück, 1810 erfolgte die Gründung des Botanischen Gartens. 1821 fand auf Einladung von Kaiser Franz I. der Laibacher Kongress der Heiligen Allianz statt. Am 4. Oktober 1831 konnte der Präsident der Landwirtschaftlichen Gesellschaft für Krain, Franz von Hohenwart, in Laibach im Beisein des Landesgouverneurs Josef Camillo von Schmidtborg das Landesmuseum eröffnen. Im Jahr 1849 wurde die Eisenbahnverbindung Laibach-Wien, die österreichische Südbahn, erbaut und 1857 als Verlängerung die Verbindung Laibach-Triest. Im Jahr 1861 erfolgte die Einführung der öffentlichen Gasbeleuchtung und 1890 der Bau der öffentlichen Wasserversorgung. Nach einem verheerenden Erdbeben verpflichtete sich Laibach 1895 zu einem modernen Aussehen. 1898 wurde die öffentliche elektrische Beleuchtung eingeführt. Drei Jahre später, 1901, folgte die Einführung der elektrischen Straßenbahn. Im Jahr 1900 hatte Laibach inklusive Garnison 36.547 Einwohner. Davon waren 29.733 slowenisch, 81%, und 5.423 deutschsprachig, 15%. Vor dem Ersten Weltkrieg war Laibach österreichisch-ungarische Garnisonstadt. Im Jahre 1914 waren hier ganz oder in Teilen stationiert. Der Stab der KUK 28. Infanterie-Truppendivision, das KUK Krainische Infanterieregiment Nummer 17, das KUK Steirische Infanterieregiment Nummer 27, das KK Landwehr-Infanterieregiment Nummer 27 und das KUK Feldkanonenregiment Nummer 7. Die strategischen Entscheidungen für die Italienfront, insbesondere für die Isonzofront, wurden vom Armeekommando in Laibach getroffen, mehr auf Wikipedia.